Geschätzte Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Tourismusinteressierte, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri, die Leiterin der Abteilung Weiterbildung, Projektmanagement und Gustelier im Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverband. Gleich zu Beginn unserer Podcast-Reihe möchten wir natürlich wissen, wie denn die Zukunft überhaupt wird. Wenn Sie erfahren möchten, warum es nicht den einen Tourismus, genauso wenig wie die eine Zukunft gibt, welches jedoch die Trends sind, die auch für Südtirol interessant und erstrebenswert sein können, und was mit dem Begriff Resonanztourismus gemeint ist, dann sind Sie genau richtig. Freuen Sie sich auf einen Gast, der zwar keine Glaskugel hat, jedoch den Blick immer in die Zukunft gerichtet. Name? Anja Kierig. Wohnort? Frankfurt. Beruf? Zukunfts- und Trendforscherin. Mein Lieblingsplatz im Gastbetrieb? Draußen. Mein Blick in die Zukunft ist? Kritisch zukunftsoptimistisch. Anja Kierig, herzlich willkommen hier bei unserer ersten Podcast-Folge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel- und Gastgewerbe. Ich freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben und sich so spontan auch dazu bereit erklärt haben, heute hier mit mir ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Sie sind ja Trendforscherin am Zukunftsinstitut und erklären Trends und auch Entwicklungen sehr anschaulich und praxisnah. Und zu Ihren Schwerpunktthemen gehören Tourismus und Freizeitkultur, aber auch die Food- und Gastromärkte. Sie sind also wirklich prädestiniert dafür, unsere Future Talks zu eröffnen. Ich komme auch gleich zu der zentralen Frage. Wie wird denn der Tourismus der Zukunft sein? Oder vielleicht, wenn wir die Frage anders stellen wollen, welche Möglichkeit bietet die Zukunft vor allem auch dem Südtiroler Tourismus? Ja, hallo erstmal nach Südtirol und vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Das sind natürlich gleich zwei sehr komplexe Fragen, die sich so nicht so eindimensional beantworten lassen. Also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, es gibt nicht den einen Tourismus und es gibt auch nie immer nur die eine Zukunft. Und ich denke, das ist auch ganz spannend eben für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen, dass es dort eine sehr große Ausdifferenzierung gibt. Die gute Nachricht ist auch, dass natürlich dass es einen Tourismus in der Zukunft geben wird. Also das heißt, wir hören nicht einfach auf zu verreisen oder wir hören nicht auf, mobil zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Das ist einfach eine, gerade in einer globalen, kosmopolitischen Welt, etwas, das sehr wertvoll ist und sehr wichtig geworden ist. Dieser Austausch eben auch untereinander und auch, aber auch eben sozusagen die Erholungsphasen zwischendurch. Und das andere ist natürlich die Frage nach der Zukunft oder beziehungsweise zu den Zukünften. Wir sind ja weiterhin momentan in einer Situation, wo manche Dinge noch nicht so ganz hundertprozentig absehbar und einschätzbar sind. Das heißt, wir haben im letzten Jahr gelernt, mit sehr vielen Eventualitäten zu leben. Und dennoch kann man aber trotzdem einige Prognosen machen und sagen, das sind möglicherweise sehr realistischen Szenarien für die Zukunft, des Tourismus. Ich und das Zukunftsinstitut, wir arbeiten ja mit Megatrends und Megatrends, das sind die globalen großen Entwicklungen, die weltweit wirklich alle Bereiche unseres Alltags, Lebens, des Konsums und eben auch des Unterwegsseins verändern. Und diese Megatrends haben natürlich jetzt auch nochmal gerade durch die Pandemie eine neue Entwicklung teilweise erhalten. Und da ist es ganz spannend, eben auch herauszufiltern, welche Megatrends nun wirklich auch vielleicht zu treibenden Megatrends in der Zukunft werden und damit eben auch den Tourismus und auch sozusagen, wie sich Reisende verhalten, beeinflussen.
welche sozusagen auch sehr robuste Megatrends sind und welche eher sozusagen vielleicht auch ein wenig in der Ambivalenz sind. Also das ist gerade so die Situation. Es lässt sich eine Prognose für die Zukunft erstellen, aber natürlich gibt es immer wieder kleine Stellschrauben, die auch wie zum Beispiel eine Pandemie darauf Einfluss nehmen können. Und wie sind denn diese Prognosen? Man kann zumindest sagen, wenn wir nochmal auf die Megatrends zurückgehen, das ist natürlich diese zu diesen robusten Megatrends zählen zum Beispiel Megatrends wie die Globalisierung, wie auch die der Konnektivität, also gerade diese Vernetzung zwischen den Menschen, aber auch eben gerade Vernetzung über technologische Möglichkeiten. Das haben wir im letzten Jahr erlebt, wie welche starke Bedeutung das auch in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag erhalten hat. Dann ein robuster Megatrend ist das Thema der Gesundheit und der Sicherheit. Auch das sind zwei Themen, die uns sehr, sehr stark aktuell begleiten. Und was ich vielleicht sehr spannend finde, auch gerade eben im Kontext Reisen, im Kontext unterwegs sein, sind eben die treibenden Megatrends. Also die, wo man wirklich sagen kann, hier passiert auch noch mal gerade ganz, ganz viel. Die haben einen sehr hohen Puls. Und das ist das Thema wir nennen es New Work, also neue Arbeitskulturen. Und auch das Thema der Neoökologie, also alles, was darunter fällt, eben ist natürlich immer so ein bisschen das ältere Wort der Nachhaltigkeit, aber eben auch gerade wie sozusagen Gesellschaft im Kontext Klimawandel, im Kontext Ethik, im Kontext auch eben ja soziale und ethische Faktoren sich entwickelt. Und das finde ich sehr spannend, eben auch gerade im Hinterkopf zu haben für die Reisemärkte der Zukunft. Den Begriff, den man immer wieder hört, wenn es um die Zukunft im Tourismus geht, ist dieser Begriff des Resonanztourismus. Was konkret versteckt sich jetzt hinter diesem Begriff? Worauf müssen sich da Touristiker einstellen, auf diesen Resonanztourismus? Resonanztourismus kann man eigentlich als Beziehungstourismus quasi zusammenfassen oder sozusagen unter diesem Aspekt eben auch ja, definieren. Das heißt also, es geht um eine neue Sehnsucht und auch dem Wunsch der Reisenden nach einer Beziehung. Gestaltung und die zwar gegenseitig eben passiert, also sozusagen, wo ein Resonanzraum für eine gegenseitige Begegnung aufgemacht wird. Und das Interessante jetzt daran ist, dass man bei Beziehung natürlich sofort an eine zwischenmenschliche Beziehung denkt. Das ist sicherlich auch ganz klar der Fall. Also hier ist natürlich auch ein großes Bedürfnis der Gesellschaft, gerade auch unserer individualisierten Gesellschaft, nach Begegnung, nach sehr bereichernden Begegnungen, die eben sozusagen einen nachhaltigen und auch einen verändernden Effekt haben. Aber dieser Resonanztourismus kann eben auch mit Beziehungen in andere Richtungen eingehen. Also das heißt zum Beispiel, es kann auch eine Beziehung zu einem Raum, zu einem Ort geschehen. Also ich glaube, das können auch viele Menschen, die meisten Menschen nachvollziehen, dass man manchmal an Orten ist und dort sozusagen merkt, wie man mit diesem Ort, mit diesem Raum in eine gewisse Verbindung tritt und das sozusagen mit einem etwas macht. Und das Gleiche kann aber auch zu Themen sein. Also es kann auch eine Resonanz zu einem Thema, zu einem Narrativ, zu einer Kultur auch aufgebaut werden. Also auch das ist möglich. Und das sind so diese verschiedenen Ebenen des Resonanztourismus, also eine zwischenmenschliche Ebene, eine Ebene zu einem, ja, zu einem Raum, zu einem Ding unter Umständen auch und dann aber eben auch noch zu etwas, das sozusagen ja eine Geschichte sein kann, ein Narrativ sein kann, ein kultureller oder auch manchmal vielleicht sogar spiritueller Kontext. Und der Fakt dieses Resonanztourismus ist auch, dass sozusagen es einen verändernden Charakter haben muss. Also das heißt, und ich glaube, das ist auch so, was so die Zukunft des Tourismus prägen wird, ist, dass wir rausgehen aus diesem reinen Erlebnistourismus. Das heißt, man fährt schnell irgendwo hin, hat ein Erlebnis und ist sozusagen fast schon wieder am nächsten Ort gedanklich, am nächsten Erlebnis, sondern dieser Resonanztourismus sorgt dafür, für ja, bleibende Erinnerungen, ist vielleicht etwas ja, verbrauchter Begriff, aber er sorgt nicht nur für verbleibende Erinnerungen, sondern wirklich für einen verändernden Moment der Person und vielleicht auch beider Personen.
Nur so als Beispiel, ich denke, eine sehr gute Möglichkeit oder beziehungsweise eine Sehnsucht der Menschen ist sicherlich die weiterhin der Phase der Ruhe, der Stille, der Resonanz, der Auszeit zu haben. Also das ist etwas, was wir auch in den letzten Jahren schon festgestellt haben. Das wird sicherlich in Zukunft noch weiter ansteigen. Also wirklich gerade auch aus diesem komplexen, hochkomplexen Alltag einmal auszusteigen für eine kurze Zeit. Und wenn dort eben Möglichkeit gegeben werden, sozusagen in Resonanz zu treten, hat das natürlich einen transformativen Charakter für die Person, für den Reisenden. Und das ist vielleicht auch noch etwas, was gerade Hoteliers, Gastgeber, eben auch die Akteure der Tourismusbranche im Hinterkopf haben können, dass ihre Rolle so ein bisschen wechselt. Das heißt, sie bieten quasi nicht mehr Erlebnis an, sondern sie ermöglichen eigentlich nur einen Ort, wo Resonanz stattfinden kann. Das heißt, diese Resonanz kann halt auch nie erzwungen werden. Und ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen ganz erleichternd zu wissen. Man kann sozusagen einen Raum dafür schaffen, man kann gewisse Stellschrauben dafür drehen, Begegnung möglich zu machen. Aber am Ende hängt es dann eben immer auch von beiden Akteuren ab, ob sozusagen eine Resonanz möglich ist. Also es hängt auch vom Gast ab, sich irgendwo einzulassen auf diesen neuen Ort, auf seine Gastgeber, auf die Menschen, denen er begegnet im Gastbetrieb, im Hotel und auch sich irgendwie für diese neuen Erfahrungen zu öffnen. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, sicherlich, es gehört auf jeden Fall eine große Spur auch von Neugier seitens des Gastes mit. Aber gleichzeitig darf eben auch dieser Punkt zum Beispiel der Sehnsucht nach Ruhe nicht vergessen werden. Also Menschen kommen ja auch oft oder machen ja oft auch Urlaub, gerade aus diesem Bedürfnis heraus, einer Auszeit wegen. Und natürlich kann man sozusagen das dann hier nicht forcieren, dass gleich sozusagen diese Offenheit da ist. Aber sozusagen über diesen Aspekt, einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem auch einfach nur Ruhe stattfinden kann und Stille stattfinden kann. Auch das kann eine Resonanzerfahrung sein. Aber auch dafür, da gebe ich Ihnen völlig recht, auch dafür braucht man eine Offenheit. Das Schöne ist aber auch zu erleben oder auch zu beobachten in den letzten Jahren und auch gerade noch mal im letzten Jahr verstärkt, dass die Menschen, die sich dem Thema, wie möchte ich eigentlich meine Reise gestalten, mein Unterwegssein gestalten, eine immer größere Offenheit eben für diese Themen mitbringen. Also eine große Sehnsucht ist da, dass man sich sozusagen auf etwas Neues einlässt und mit neuen Erfahrungen, die eben auch langfristig sozusagen halten oder auch vielleicht ein Stück weit die Biografie prägen, dass sie damit sozusagen zurückkommen. Oder auch eben dann den nächsten Urlaub wieder antreten, die nächste Reise wieder antreten. Also ich glaube, das ist schon ein sehr veränderndes Moment, was sich momentan auch beobachten lässt. Was jetzt hier auch von diesen verändernden Momenten gesprochen haben, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich beobachte im Moment vor allem auch in den verschiedensten Gesprächen, dass sich die Menschen irgendwie nichts sehnlicher wünschen, als dass alles wieder so wie früher wird, irgendwie. So als hätte es jetzt dieses letzte Jahr nicht gegeben und trotzdem soll irgendwie alles anders sein. Und ich frage mich da immer, ja, irgendwie kann oder wird alles wieder so sein wie vorher? Das haben wir jetzt gehört, wird es nicht sein. Also wir befinden uns jetzt gerade so in dieser Phase dazwischen. Und wann werden denn die Menschen entscheiden, dass es irgendwie anders sein wird oder anders sein muss? Wie lange dauert das jetzt, bis wir dann in diesen neuen, unter Anführungszeichen, Tourismus kommen? Gute Frage. Das ist, wir befinden uns ja in einem ständigen Veränderungsprozess. Das heißt also, gerade aus Perspektive der Zukunfts- und Trendforschung ist es ja nie, dass wir sozusagen in einem Stillstand haben. Also auch der Tourismus hat sich ja vor der Pandemie stark gewandelt. Also Phänomene wie den Massentourismus gab es ja nicht immer oder auch andere Bereiche, die in den letzten Jahren sich durchaus eben gewandelt haben.
Und ich glaube, dass, oder was sich eben auch beobachten lässt, ist, dass dieser Wandel eben gerade durch die Pandemie natürlich auch eine sehr ambivalente Reaktionen auslöst. Auf der einen Seite eben viele Erfahrungen, die gezeigt haben, okay, ich kann ein Leben auch anders gestalten, durch das Thema zum Beispiel Homeoffice, was es ermöglicht, von überall eigentlich auf der Welt arbeiten zu können, rein theoretisch. Gleichzeitig aber eben auch so dieser Entschleunigungsprozess, der bei vielen doch zumindest am Anfang erstmal auf ein Interesse gestoßen ist und wo viele auch sich wünschen, dass manche Dinge zum Beispiel einfach nicht mehr so schnell und nicht mehr so komplex vonstatten gehen. Die Komplexität können wir nicht abschalten, aber wir können selber sozusagen dafür sorgen, dass wir etwas langsamer damit umgehen. Das heißt also, ein Zurück zum Vorher kann es insofern schon nie geben, weil wir in einem steten Wandlungsprozess uns befinden und die Pandemie eben quasi jetzt hier einfach manche Sachen eben beschleunigt hat, manche Sachen aber eben auch verändert hat. Standorte, Destinationen haben jetzt die Möglichkeit, sich wirklich ihr Profil zu schärfen, sich neu zu positionieren und darüber eben auch jetzt gerade zu vermarkten oder in Zukunft zu vermarkten. Und das finde ich eigentlich eine sehr spannende Entwicklung. Also, dass wirklich hier wieder auch mit neuem Interesse sich einem Ort genähert wird und auch hier neuer Qualitätstourismus eben ja vermarktet und auch geschaffen werden kann. Machen wir einen kompletten, unter Anführungszeichen, Szenenwechsel. Wechseln wir in den Food- und Gastrobereich. Welches sind denn die Trends, die uns da in Zukunft erwarten? Auch ein sehr spannender Bereich. Was ich beobachte, ist, dass hier, wir haben in den letzten Jahren, also der Megatrend Gesundheit ist definitiv auch noch für den Gastromärkte sehr relevant. Allerdings, ich würde hier auch eher sagen, dass da ein großer Wandel auch in Richtung im Sinne von Nachhaltigkeit zu beobachten ist. Also ich nenne es mal zum Beispiel am Beispiel, wir haben natürlich viel läuft immer noch über Herkunft und über Bio. Und das sind auch natürlich, also gerade Herkunft ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber gleichzeitig so Themen zum Beispiel wie Permakultur werden in Zukunft noch weiter auch die Tourismusbranche prägen. Dieser Aspekt von Farm to Table, also wie lang sind die Wege aus Nachhaltigkeitsaspekt und wie wird sozusagen etwas angebaut? Und das finde ich sehr spannende Aspekte, die man im Hinterkopf behalten kann. Also einerseits schon auch eine Vielfalt anzubieten, aber gleichzeitig doch auch eine sehr regionale Fokussierung, die in einem ja sehr, also diese hochlokalen Produkte, die von wirklich von Expertinnen mit Fachwissen auch präsentiert werden können, wo es Geschichten zu gibt. Also das sind wirklich Faktoren, die natürlich auch im Vorfeld schon erste Anzeichen gehabt haben und auch schon häufig sehr erfolgreich eben initiiert wurden und die aber natürlich durch das Thema des Vertrauens, durch das Thema der Qualität, die damit impliziert, aber eben auch durch das Thema der Neoökologie, was wirklich in Zukunft auch nochmal ganz stark den Tourismus und auch die Gastromärkte prägen wird, nochmal an Interesse und auch an Nachfrage steigen wird. Das heißt, das ist so der eine Aspekt und ich glaube, dieser Punkt der Expertinnen mit Fachwissen über die Produkte, die gleichzeitig eben sehr hyperlokale und hochlokale Produkte anbieten, aber doch irgendwie auch den ja sehr kosmopolitischen Gast eben ansprechen. Das ist wirklich etwas, was nachgefragt werden wird und wo man auch wunderbar eben auch Angebote schaffen kann. Die andere interessante Entwicklung liegt sicherlich in den pflanzlichen Produktmärkten und hier auch wieder verschiedene Megatrends, die zusammenkommen. Eben das Thema der Gesundheit, aber eben auch das Thema der Nachhaltigkeit, sowohl im Sinne von Ethik, aber auch eben von Klimabewusstsein. Und das ist auch weltweit etwas, wo man sieht, dass da die Märkte wirklich sehr, sehr stark am Wachsen sind und die Nachfrage entsprechend eben auch am Wachsen ist. Und sich hierauf einzustellen und auch eine Offenheit seitens der Gastgeber zu haben, ist sicherlich auch sehr wichtig und auch mit vielen Chancen und Möglichkeiten verbunden. Wie ist da denn jetzt Ihrer Meinung nach der Südtiroler Gast der Zukunft? Was können wir uns hier erwarten?
Ich denke, Südtirol hat sehr viel zu bieten, weil es auch schon sehr vielfältig sich in den letzten Jahren positioniert hat. Auch die Barke Südtirol ist ein Begriff. Also ich glaube, hier sind ganz viele Möglichkeiten, also viele Möglichkeitsräume für die Zukunft vorhanden. Es gibt einerseits eben unglaublich viel Natur und auch das ist etwas, was sich ja in den letzten Jahren stark eben auch seitens der Reisenden an Nachfrage ja, erhöht hat. Es ist ein Ort, der sehr gut bodengebunden erobert werden kann, also mit dem Camper, mit dem Van oder mit dem Fahrrad, aber eben auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto. Es ist wirklich sozusagen etwas, was ein, man nennt es so schön, Slow-Travel-Moment hat. Dieser Naturerlebnis ist sicherlich auch sehr vielfältig seitens der Reisenden. Also wir haben natürlich auch wir nennen es Silver Society, also die alternde Gesellschaft, die aber gleichzeitig eben sehr aktiv eben auch ist und ein hohes Qualitätsbewusstsein mitbringt. Das ist sicherlich auch eine spannende wachsende Zielgruppe. Gleichzeitig aber eben auch viele junge Leute, die zum Beispiel, wie ich sagte es gerade mit das Thema mit Camper, mit Vanlife eben auch Urlaub machen. Was ich auch eine sehr spannende Entwicklung sehe und wo ich denke, dass auch dort im Südtirol gut Gäste noch weiter und noch mehr mit ansprechen kann, ist dieses Thema der Workation. Sicherlich eben aus diesem Megatrend der neuen Arbeitskulturen, wo man sagt, okay, auch da gibt es schon Angebote in Südtirol, die ersten, wo man sagt, wir haben hier eine wunderbare Destination, wo sich beides ideal verbinden lässt. Wir haben eine tolle Ausstattung, wo man arbeiten kann und gleichzeitig wirklich auch ganz viele Möglichkeiten, um Natur zu erleben, um Auszeiten zu haben, Kultur zu erleben. Und eben aber auch sozusagen kulinarische Erlebnisse zu ermöglichen. Also ich denke, das ist vor allem vielleicht ein sehr qualitäts- und genussorientiertes Reisen, was dort eben möglich sein wird und auch bereits ja schon möglich ist an ganz vielen Orten. Also ja, wir blicken zuversichtlich in die Zukunft. Sicherlich. Also ich denke, was berücksichtigt werden muss, ist sicherlich das Thema der Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das lässt sich in den nächsten Jahren, wird das noch viele, viele Destinationen und auch Orte herausfordern. Es geht darum, sozusagen den eigenen Standort, die eigene Destination wirklich für die Zukunft auch zu sichern, für die nachfolgenden Generationen zu sichern. Es gilt sicherlich auch darum, ein gutes Miteinander mit den Bewohnern vor Ort zu schaffen, diese einzubinden, eben auch in die Gestaltung eines touristischen Destinationen. Und ich denke, wir leben in einem Zeitalter, wo Kollaboration eines der wichtigsten Tools ist oder eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir haben. Und ich denke, das möchte ich vielleicht auch Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, also sich wirklich zu vernetzen und gemeinsam eben auch die möglichen Zukünfte zu gestalten. Ja. Ja, fein. Unsere Zeit läuft neigt sich eigentlich auch schon dem Ende zu. Ich denke, dieser Wunsch, den Sie hier geäußert haben, eignet sich auch gut als Schlusswort. Wir haben heute ganz viele Themen angesprochen, so ein bisschen in die Zukunft geblickt und wie Sie es davor auch schon so treffend gesagt haben, Möglichkeitsräume aufgezeigt, wo sich Gastwirtinnen und Gastwirte vor allem auch mit Unterstützung der Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter in ihren Betrieben, der gesamten Tourismuswirtschaft irgendwo neu auch vielfach positionieren können und ihre ja, Zukunftsvision auch verwirklichen können. In diesem Sinne, Frau Kierig, vielen herzlichen Dank für diesen zuversichtlich stimmenden Ausblick in die Zukunft. Bis bald und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen und Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern auch alles Gute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, Ihnen hat diese erste Folge gefallen. Sie können den einen oder anderen Input auch für Ihr zukünftiges Angebot mitnehmen und umsetzen. Wenn Sie Anregungen haben, Ideen, Inputs haben, bitte schreiben Sie uns unter projektmanagement@hgv.it. Wir freuen uns und wünschen Ihnen alles, alles Gute.